Wir werden gegen eine sehr gute Mannschaft spielen, ob sie nicht jetzt gut gestartet in Frankreich. Aber persönlich habe ich die letzten Spiele gesehen. Es liegt noch einmal an Details, zum Beispiel gegen Saint-Étienne. Sie verlieren 2-0, sie haben 7 klare Torchancen. Ich war damals nicht dabei und ich habe jetzt eigentlich auch nicht groß das Gesprächsthema mit den anderen Spielern dazu gesucht. Klar können sie mit mir darüber reden, aber so wie ich das jetzt bemerkt habe, ist das Thema eigentlich abgeschlossen. Also alle freuen sich wirklich einfach nur, Fußball zu spielen und dass sie gesund sind. In der Champions League, es wird nie einfach gegen jeden Gegner, aber ich erwarte natürlich ein gutes Spiel gegen AS Monaco, ist ein sehr guter Gegner. Aber wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen, also das ist unser Ziel. Und natürlich freue ich mich auch hier zu Hause vor unseren Fans zu spielen und ich glaube, die freuen sich auch wieder auf die Champions League.